Hallo und ganz herzlich willkommen aus Hasewinkel hier in der CLAAS Central Academy. Mein Name ist Mara Bergmann und gemeinsam mit Klaus Schäfer wollen wir uns heute den TRION mal genau angucken. Und es geht sogar unter die Seitenklappe heute, Klaus. Unter die Haube, jawohl. Themen sind Antriebskonzept und auch Zuverlässigkeit. Aber warum habt ihr da überhaupt was dran geändert, Klaus? Gut, Mara, der Hauptgrund, das Antriebskonzept zu ändern, war, die Anzahl an Riemen und Ketten zu reduzieren. Und da haben wir eins zu eins hier im TRION das Antriebskonzept des neuen Lexion übernommen. Und wenn der Kunde weniger Ketten und weniger Antriebe hat, muss er weniger warten, weniger spannen und somit hat er auch weniger Zeit und Kosten. Aber Ketten und Riemen, Klaus, sind das nicht eher altmodische Antriebe? Ja, das denkt man so, wenn man es im ersten Moment hört. Aber Ketten und Riemen haben einen entscheidenden Vorteil. Sie sind sehr effizient. Sie übertragen die Kraft zu einem sehr hohen Prozentsatz gegenüber Winkelgetrieben oder hydraulischen Antrieben. Und Effizienz heißt einfach weniger Kraftstoffbedarf. Kannst du uns das mal zeigen hier? Ja klar. Vorsicht bitte. Ich mache mal die Klappe auf. Wow. Ja, schau mal hier oben, Mara, zum Beispiel. Da haben wir die neue Hauptkupplung, die den Hauptantrieb kuppelt. Die sitzt hier oben und die wird hydraulisch geschaltet. Da wird eine Trockenkupplung auf und zu gemacht. Aber der Riemen hier oben, der ist praktisch konstant gespannt. Also sobald der Motor läuft, ist der Riemen gespannt. Das heißt, wenn der Kunde das Dreschwerk einschaltet, es kann kein Riemen mehr durchschlüpfen. Du hast keinen Riemenverschleiß mehr, längere Lebenszeit und weniger Wartungsaufwand. Bei dem Thema Wartungsaufwand haben wir auch die mechanischen Spanner vereinheitlicht. Die sind jetzt optisch einfacher zu kontrollieren, ob sie stark gespannt sind. Oder auch hier vorne zum Beispiel bei den Hybridmaschinen haben wir hier beim Schneidwerksantrieb oder auf der anderen Seite beim APS-Antrieb hydraulische Spanner eingebaut. Und hydraulische Spanner heißt, sobald der Motor läuft, wird der Riemen automatisch mit dem richtigen Druck gespannt. Das heißt, der Fahrer oder der Kunde kann überhaupt nichts mehr falsch machen. Der Riemen läuft immer mit der besten Spannung und somit wird auch hohe Lebenszeit garantiert. Also Wartungsfehler, kann man sagen, werden verhindert, damit wird die Maschine zuverlässiger. Ganz genau. Aber jetzt geht es bei Antrieben ja nicht nur darum, das Korn weiter zu bewegen, sondern die Maschine muss sich auch zum Feld und auch im Feld bewegen. Genau. Was hat sich denn da getan? Und das ist ein gutes Stichwort, zum Feld. Zum Feld können wir jetzt auch schneller fahren. Optional. Der Kunde kann sich hier bis zu 30 km/h Fahrgeschwindigkeit aussuchen. Beim Tucano konnte er nur bis 25 km/h schnell fahren. Und angetrieben wird die Maschine jetzt immer von einem Zweiganggetriebe. Und optional kann der Kunde in diesem Zweiganggetriebe sich zum Beispiel eine Differentialsperre anwählen. Oder bei Radmaschinen kann er entscheiden, ob er mechanisch schalten will oder ganz bequem wie bei Terratrack oder Montana elektrohydraulisch. Also er hat viele, viele neue Optionen bekommen, die er vorher nicht hatte. Und wie schnell 30 km/h sind, das habe ich selbst mal gespürt, als ich die Maschine mal selber fahren durfte. Und man muss ja schon sagen, es ist besonders, wenn der Kunde sich die Maschine selbst zusammenstellen lassen kann. Dann muss er also irgendwelche technischen Spielereien, die er gar nicht braucht, auch nicht bezahlen. Genau, das ist das Stichwort bezahlen. Ein ganz wichtiger Aspekt hier in der mittleren Leistungsklasse. Und das Geld, was er, ich sage jetzt mal, für unnötige Spielereien sonst ausgegeben hätte, das kann er investieren in zum Beispiel hier vorne große 38 Zoll Räder. Ja. Und kann sich die Maschine so konfigurieren, wie sie bei ihm auf dem Betrieb am besten hinpasst. Und wir haben das auch in einem Werbeslogan praktisch verheiratet. TRION fits your farm, der TRION passt genau zu deinem Betrieb. Also zusammengefasst, das Antriebskonzept des großen Lexion mit vielen Ausstattungsmöglichkeiten, vielen Optionen, aber das Ganze runtergestuft auf die mittlere Leistungsklasse. Und aber auch mit stärkeren Antrieben. Absolut richtig. Und dazu kommt noch, Mara, wir haben Sachen, die es vorher beim Tucano gar nicht gab. Wie du stehst gerade vor dem Terratrack-Laufwerk, das gab es für den Tucano nicht. Das gibt es jetzt vollumfänglich für die TRION-Modelle oder bis auf das Einstiegsmodell alle TRION-Modelle. Und es gibt sie auch als Rad und auch als Montana-Version. Also wir haben auch deutlich mehr Montana-Versionen, weil man darf eins nicht vergessen, wir müssen mit dieser oder wollen mit dieser TRION-Baureihe ja weltweit alle Regionen abdecken. Und dadurch brauchen wir auch viele Optionen. Alles klar. Und was fehlt jetzt noch? Die Verständnisfrage. So ist es. Hier kommt unsere Zuschauerverständnisfrage. Ich hoffe, Sie haben gut aufgepasst. Unsere Frage lautet, welche dieser Aussagen ist richtig? Und Achtung, es kann nicht nur eine Aussage richtig sein. A. Die TRION-Baureihe kann nur 20 oder 25 km/h laufen. B. Die TRION-Baureihe hat mehr Ketten und Riemen als der alte Lexion. C. Optional gibt es eine Differentialsperre für alle TRION-Radmaschinen. Oder D. Die Wartungszeiten wurden an den TRION-Modellen stark reduziert.
A, B, C oder D oder vielleicht mehrere Antworten. Klaas hat die Lösung. Genau, Mara, die Lösung ist C und D. Also zum einen gibt es die Differentialsperre jetzt optional, das war ein jahrelanger Wunsch unserer Kunden. Und die Wartungszeiten sind deutlich reduziert worden. Man sieht es auch hier zum Beispiel an den herausgezogenen Schmierpulten. Ne? Hier ist ganz einfach, easy dran zu kommen. Ich kann sehr einfach hier lesen, was welche Bedeutung hat. Und die Spanner hatten wir eben. Also all diese Dinge verkürzen deutlich die Wartungszeit. Also C und D, die letzten zwei Antworten, waren richtig. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses zweiten Videos. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weiter geht's in Video 3 mit verschiedenen Zugängen zur Maschine und auch mit der Vielfruchttauglichkeit. Seien Sie gespannt. Wir freuen uns sehr, wenn Sie dabei sind.